Herzlich willkommen zu einer neuen Folge iOS Tipps. Heute zeige ich euch, wie ihr Ordner in Ordner packt und das in iOS 7. Genau genommen habe ich iOS 7.3 auf meinem iPhone, das, ja ich weiß, zerstört ist. Die neuen Ordner in iOS 7 sehen nämlich anders aus und öffnen sich auch anders als in iOS 6. Und es wurde schon viel darüber diskutiert, ob das nicht eventuell diese Ordner in Ordner-Funktion, ob die nicht eventuell sogar von Apple wirklich einprogrammiert wird. Aber sie ist es noch nicht. Es gibt aber einen Trick, wie ihr trotzdem Ordner in Ordner bekommt. Und den zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr einfach kurz auf einen Ordner drücken und halten. Und dann doppelt die Home-Taste drücken und dann kommt ihr in den Multitasking-Modus. Ich führe das mal vor. Ist keine Sorge, wenn das nicht gleich beim ersten Mal klappt, einfach ein bisschen ausprobieren. Irgendwann klappt das schon. Ist ziemlich schwer mit dem Timing. Aber kurz antippen und gleich danach doppelt den Home-Button drücken und dann müsste es hinhauen. Nun seid ihr im Multitasking-Modus und dann geht ihr einfach wieder hier rüber auf den Homescreen und dann ist jetzt der Ordner, den ihr ausgewählt habt, so leicht grau. Das ist noch kein Problem. Ihr drückt dann einfach auf den anderen Ordner, in den ihr den Ordner verschieben wolltet, nämlich den hier, und drückt dann den Home-Button. So, und jetzt habt ihr diesen Ordner in dem Ordner drinnen. Das war's auch schon. Der Ordner ist von außen nicht zu sehen. Erst wenn ihr die App öffnet, erscheint er dann hier oben. Das war's schon. So einfach funktioniert die ganze Sache. So könnt ihr in iOS 7 Ordner in anderen Ordnern verstauen. Und im Gegensatz zu iOS 6 funktioniert die ganze Sache auch. So, hier findet ihr noch kurz ein Video zur dritten Beta von iOS 7, in der wir kurz erklären, was es alles so Neues gibt in iOS 7 Beta 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Goodbye. Fuck, ich kann keine andere Sprache mehr.